Wir haben die Anatomie des jeweiligen Patienten in unseren Händen oder mit der 3D-Brille vor uns. Wie weit kann ich mich denn auf die Informationen, die da generiert werden, verlassen? Wie weit kann ich die Unterstützung von der KI annehmen? Prinzipiell ist es so, dass die allermeisten Patienten, die hier in der Charité als Patienten reinkommen, gefragt werden, ob sie für solche wissenschaftliche Projekte auch ihr Einverständnis abgeben. Und die allermeisten Patienten geben das auch gerne ab. Digitalisierung ist natürlich ein großes Thema, auch jetzt in der pflegerischen Ausbildung mittlerweile. Zum ersten Mal werden digitale Kompetenzen als essentielle Ziele der ärztlichen Ausbildung genannt.